Hallo und herzlich willkommen hier bei Ergo Games und heute die größte Veranstaltung, die es in Wrestlingtum überhaupt gibt. WrestleMania 33. Und ja, natürlich sind wir da alle dabei. Marco, ich, ja. Mr. Z, Mr. X, alle sind dabei. Und das erste Match ist auch schon drin eingeloggt und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein in die große Show. Boom. Genau, let's do it. Okay, das pumpt schnell schon was. Ja, WrestleMania 33 ist angebrochen und wir haben das erste Match, das Intercontinental Championship Match, Baron Corbin versus Dean Ambrose. Und es fing ja eigentlich alles damit an, dass Dean Ambrose bei dem Elimination Chamber damals Baron Corbin rausgeschmissen hat. Baron Corbin war natürlich ziemlich angepisst. Und ja, wie man Baron Corbin kennt, er ist auf Rache aus. Und nun ist es halt so gewesen, dass Dean Ambrose gesagt hat, okay, du willst einen Kampf, du bekommst ihn bei WrestleMania um den Titel. Und mal gucken, wie dieses Match ausgehen wird. Aber erstmal die Ansagerin. Mann, ist das hell. Ist ja voll die Festbeleuchtung dort. Ui, das ist ja echt hell. Meine Güte. Ja, da kommt auch schon der erste. Wir haben es so eingestellt, dass es später dunkel werden soll. Genau. Mal gucken, ob das funktioniert. Und da kommt er schon. Der Long Wolf, Baron Corbin. Einer der wohl, würde ich sagen, härtesten Typen mit. Also der ist schon ziemlich hot. Ich würde sagen, der wird einer mal, oder soll einer mal wohl der Größeren werden. Das könnte sogar geschehen. Aber mal gucken. Ja, aber die Arena gefällt mir, die sieht gut aus. Dafür, dass es jetzt leider nicht die Original ist. Nee. Das kann man ja leider nicht, können wir ja leider nicht einfach. Das kommt dann bestimmt bei der 18, dann wird's alles nochmal ein bisschen besser gemacht und ja. Da sehen die Dieben zwar dann immer noch aus wie gequillter irgendwas, aber mal gucken. Ja, Baron Corbin hat ja sein letztes Match bei SmackDown gegen Randy Orton gehabt. Und ja, hatte sogar verloren. Aber ja, gegen Randy Orton, ne, ist ja halt kein Kraut gewachsen, aber dazu später mehr. Guck mal, die haben sogar die Seile angepasst. Boah, cool. Ich bin mal gespannt, wie die Arena dann im Dunkeln aussieht. Hoffentlich ja, die Stimmung so, also die Stimmung ist so ein bisschen verändert sich dann. Das ist dann alles so Neon, Neonfarben, ist ja, da ja, leuchtet dann der ganze Raum. Ja, dann bestimmt noch Lichter, so andere Effekte. Mal gucken. Hoffe ich zumindest, dass es so rüberkommt. Auf jeden Fall gefällt mir das schon mal, was ich hier sehe. Ja. Gucken, ob das dies überhaupt eine offene Arena wird. In echt. Ja, mal gucken, wissen wir ja auch noch, ne? Da können wir noch gespannt sein. Ja. Und hier kommt der Lunatic, Dean Ambrose. Genau, der Intercontinental Champion. Ja, du bist der bekiffte Typ. Wobei, das könnte jetzt sogar ein bisschen hinkommen. No, der ist, sieht auch ein bisschen krank aus. Dankeschön, dass du es erwähnt hast. Ich wollte es gar nicht erwähnen eigentlich. Aber ja, komm, kann man doch mal. Komm, ja. Ich hoffe, das geht in der Stimme bis zum Schluss. Heute kommen nämlich noch ein paar mehr Matches aus einer 2, 3, 4. Ja, kommen noch einige. Sogar mehr als 6. Ja, ist der erste Anfang. Und das wird noch ganz schön langer Abend. Ich frage mich halt selber, mit was die dann in echt für ein Match anfangen würden. Ob vielleicht das gleiche Match stattfinden wird oder ein anderes. So, hier sehen wir nochmal den Titel. Der Intercontinental, was? Heavyweight Champions Titel. Und ich sitze bei Survivor Series. Und da oben ist wie so ein weißer Fleck. Oh. Hast du gesehen? Das ist gerade eingeblendet worden. Okay, den weißen Fleck habe ich gesehen. Okay, ein paar Buggies hat die Arena. Okay. Noch, aber ja. Ich hoffe, das wird sich jetzt nicht so. Tragisch. Ja, nee. Also ich finde zumindest der Hintergrund schon mal geil, wie die Leute dort in der Sonne jubeln. Also sieht wirklich schon, die Beleuchtung und so, das sieht schon ganz anders aus, wenn das so hell ist. Ja, das sieht ganz anders aus. Das sieht wirklich aus, als ob der gleich einschlafen würde. Ich habe das Gefühl, das rechte Auge hat gezogen. Warum der immer so aussehen muss. Aber weißt du, hier kriegst du einen Titel, bitteschön. Hier guckst du dir an. Das sieht auch komisch aus. Ja, der hat dir zugestimmt, ne? Das sieht komisch aus. Das sieht auch komisch aus. Ja. Aber das soll uns nicht hindern. Ne.
Jetzt geht's los. Ich hoffe, ja, come on. Wenigstens noch ein Kampf. Oh Mann. Und damit beginnt es auch schon. Und Dean Ambrose prügelt bereits auf Baron Corbin ein. Sehr schöner Auftakt. Okay, das war Lufttritt. Ja, wunderbar. Ich habe das Gefühl, die Arena ist kleiner, die Ring ist kleiner. Das sieht durch die Beleuchtung, sieht das alles ja, ein bisschen anders aus, weil das so hell ist. Das ist halt, wir haben bis jetzt noch nie Matches gehabt, die eigentlich am Tag gewesen sind. Zumindest hier noch nicht. Oh, sehr schön. Oh, Baron Corbin kontert. Dean Ambrose kontert und schmeißt ihn zurück in den Ring. Und ein Tritt. Okay, beide Superstars. Sehr schön, Dean Ambrose. Er hat es noch drauf. Er hat eine braune Spur los. Er hat eine, ja, die braune Spur, die hat er schon. Das ist natürlich noch besser. Das ist die kann man denn nur? Die braune Spur. Wenn man eine Hose waschen tut, dann ist es so Resume, ja. Ja. Ganz ehrlich, kann man sich nochmal die Hose waschen. Oh, okay, Dean Ambrose muss sich konzentrieren, denn er kriegt gerade ziemlich Prügel von Baron Corbin. Nein, nicht gekontert. Ja, manchmal ist es zweimal. Manchmal drückst du einmal und dann musst du nochmal drücken, damit es auch wirklich klappt. Scheiße, jetzt hat er natürlich einen kleinen Vorteil wieder. Baron Corbin hat sich ein bisschen gepusht. Oh, sehr schöner Konter. Dean Ambrose. Oh, Konter von Baron Corbin. Konter von Dean Ambrose. Sehr gut, jetzt hat Ambrose mehr Chancen, auf Baron Corbin einzuprügeln, da er sich nicht wehren kann. Und da gibt es das erste Cover von Dean Ambrose. One, two, Alter, ich hab jetzt gedacht, das Ding ist im Arsch. Wenn das nicht gegangen wäre, Alter, dann hätte ich so gedacht. Aber es wäre offiziell dann gewesen. Das wär's auf jeden Fall gewesen. Also, das war jetzt schon eine Sache für sich. Wow, sehr schöner Move. So, das ging ja gar nicht. Ich hab vergessen, der kann er nur, wenn der. Denn sein Signature-Move, du musst den an die Seile machen. So falsch. Oh, jetzt hab ich den gleich von mir gemacht. Wenn du den Signature-Move machen willst. Ich will fertig machen. Aber anders. So. Ah, okay, sehr gut. Immer mitten in die Fresse rein. Jawohl, schade. Oh, sehr schön. Oh shit, jetzt habe ich einen Koppelein. Okay, Dean Ambrose hat aber noch mehr Chancen, wenn er jetzt richtig kontert, dann, okay. Ich hoffe, ich kann noch gut kontern, Minus aus dem Pin kommen. Ja, am Anfang geht's noch relativ gut. Oh, sehr schöner Konter von Dean Ambrose und, jawohl, Headbutt, der in die Luft geht, sehr schön. Oh, jetzt. Oh. So, das geht also gegen die Ringseile. Ja. Ja. Baron Corbin, das hast du verdient. Oh, sehr schöner Konter. Beide Superstars sind mittlerweile im roten Bereich. Körperlich gut. Baron Corbin ist noch ein wenig gelber. Ist noch, ja. Deine Körperteile sind aber. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Deine Körperteile ist genauso im Arsch wie von Baron Corbin sein Kopf. Farblich sieht sogar gleich aus. Oder? Na doch, ja, passt. Sehr schön. Scheiße. Ambrose. Okay, beide Supers. Na gut, Ambrose kann nichts machen. Er hat kein Limit mehr. So. Jetzt könnte er. Okay. Ambrose kann rausrollen. Wunderbar. Und natürlich pusht er sich kurz auf bei dem Publikum. Und kriegt auch gleich wieder einen Schlag ab. Baron Corbin schleudert Ambrose in die Ringecke. Was hat Corbin vor? Was hat Corbin vor? Warum macht er nichts? Ah, okay. Okay, Corbin plant etwas. Er plant etwas. Und. Oh, sehr schöner Konter von Dean Ambrose. Und er hat jetzt die Chance auf ein Reversal-Pin. Reversal Cover One. Jawohl, bei zwei kommt Baron Corbin nochmal raus. Nehmen wir den Ambrose gerechnet. Ambrose hat jetzt die Möglichkeit, seinen Signature Move an den Ringseilen zu machen, wenn er Baron Corbin richtig packen kann. So nicht, das muss in der Mitte von den Ringseilen. Ah, der Baron Corbin will keinen Signature Move machen. Alle sind am Verzweifeln. Oh, sie. Nein. Okay, Ambrose darf sich ausruhen. Oh, sehr schön. Lass den Ambrose niemals sich ausruhen, aber ja. So, Ambrose hat jetzt den Finisher. Er kann ihn jetzt jederzeit einsetzen. Oh, er bereitet sich vor. Oh, fuck. Er bereitet sich vor.
Und er kommt nicht durch. Okay, ja, Baron Corbin am Zug. Geplant, verdammt. Aber das war es auch noch nicht. Und jetzt. Okay, schmeißt Ambrose auf die Matte und ein Cover hinterher. One. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Ambrose pusht sich auf und jetzt kann er jetzt mit dem Comeback landen. Es geht los. Das Comeback beginnt. Sehr schön. Kann es Ambrose durchbringen? Jawohl. Und noch einmal. Nein. Oh, es war dreimal. Scheiße. Scheiße. Okay. Ambrose, alles gut. Ja, das. Oh shit. Oh Gott. Baron Corbin bereitet sich jetzt vor. Oh. Alter, das war ein erst hochheben und dann weg. Erst hochbringen und dann wegholen. Okay. Alter. Und ein Cover hinterher. Assi ist das denn? One. Oh, sehr schön. Sehr schön. Ambrose kommt nochmal raus. Ambrose ist ziemlich angeschlagen. Er ist kaputt. Oh, Baron Corbin kommt mit einem Big Boot. Aufstehen, ja, schlägt er auf ihn ein. Jetzt hat er wieder die Möglichkeit auf den Signature Move. Und er versucht es. Ja, er versucht den Finish. Oh, Signature Move. Okay, sehr schöner Scheiße. Move. One. Two. Oh, na. Scheiße. Nein, was? Nein, Baron Corbin hat. Baron Corbin, was hat Baron Corbin gemacht? Baron Corbin will es nicht so beenden. Er will es mit seinem Finisher beenden. Fickt euch. Das hat natürlich Ambrose die Chance. Jawohl! Sehr schönes Ding, Fehler. Sehr schönes Ding. Die Frage ist, war das jetzt ein Fehler? Jetzt bin ich sauer. Ist Ambrose jetzt fit genug? Kann er jetzt. Und okay, ganz ruhig. Okay, na gut, bist gerade am Arsch. Big Boot gegen Ambrose. Und jetzt kommt wieder der Finisher von Baron Corbin. Na, okay, noch nicht. Ah, er möchte etwas anderes machen. Jawohl. Okay. Au. Scheiße. Und das Replay gucken wir uns natürlich hier nochmal an. Sehr schön. Zack. Ja, sie ist das denn? Da geht Ambrose down. Und die Frage ist halt, was macht Corbin jetzt? Ah, natürlich. Mit dem Cover. Du was? Oh mein Gott. Was zur Hölle ist denn da bitte schon los? Was ist denn da bitte schon los? Am Anfang dachten wir schon, das Match ist vorbei und jetzt auf einmal kommt Dean Ambrose. Ja gut, das Problem ist, du kannst nicht kontern, du hast kein Reversal. Jedes Mal, wenn du den hast, ist er schon wieder weg. Ja, das ist nur ein Unge. Oh Mann. Aber ey. Nein, wieso? Ah, scheiße, Ambrose ist gestolpert. Oh, jetzt natürlich Baron Corbin wieder am Zug. Oh. Sehr schön, Ambrose kann sich erstmal aus. Er kann sich ausruhen oder auch nicht. Sehr schöner Konter von Ambrose. Okay. Du Hur. Corbin denkt sich so nicht mit mir. Und da gibt's das Cover. Nein, doch nicht. Was? Kein Cover? Okay. Baron Corbin will doch kein Cover. Ich hab schon wieder nichts zum Abwehren. Das ist so ein Heulen. Oh, da gibt's den Signature Move. Aber nicht mit. Okay, er will es auf jeden Fall mit dem Finisher beenden. Also wie oft hat denn der Jan Single so Move und ich krieg ja einen Mann? Ja, das lädt sich bei ihm sehr schnell auf, weil du halt immer einstecken musst. Ja, ich mag's. Okay, Baron Corbin. Ding hat's, warte. Er will. Oh, ja. Oh Mann. Oh, sehr schön. Dean Ambrose, wunderbar. Jawohl, sehr gut. Dean Ambrose hat jetzt die Möglichkeit, ebenfalls den Finisher einzusetzen. Was hat er jetzt vor? Er wird es nicht machen, okay. Okay, Dean Ambrose ist. Oh Gott, denn sein Körper, Oberkörper ist schon. Oh, was? Der Ringrichter muss nachgucken, wie es Dean Ambrose geht. Dean Ambrose ist anscheinend etwas angeschlagen, deswegen musste er kurz nachgucken. Und was ist da los? Baron Corbin rastet aus. Ja, das wäre schön gewesen, aber er rastet aus. Früher war es mal so. Oh, schöner Konter von Dean Ambrose. Und kann er jetzt den Dirty Deeds? Dean Ambrose mit dem Cover! Mit dem Cover! Oder? Nein, kein Cover? Also gedrückt? Na, hast du nicht Kreis gedrückt rechtzeitig? Das würde eigentlich. Müsste komplett. Es blendet. Ja, kein Cover. Schnell mach jetzt. Komm, Er blutet. One.
Tonight! Oh mein Gott, ich hab ihn zu Bluten gebracht. Du hast ihn zu Bluten gebracht, das ist schon mal eine gute Sache. Ja, ich blute noch nicht damit. Oh Mann, was ist das für ein gutes Match? Aber wir dachten wirklich schon, das Match ist vorbei. Oh, kommt doch von Baron Corbin. Fuck. Ja, er hat gekontert. Ah. Das ist so klar, natürlich konnte er jetzt wieder mit. Boah. Dean Ambrose! Nein! Ich renne noch rein, Alter, wie böse! Das ist böse, aber du kannst ja zum Glück nochmal rausrollen, dich ausruhen. Ja, doch, du kannst in Luft schlagen. Du kannst einfach Luft schlagen. Okay, Dean Ambrose. Oh mein Gott, Baron Corbin! Knockt den Ringrichter aus. Was ist denn da schon wieder los? Das ist doch kein normales Match mehr, das ist doch kein. Alter! Okay, oh Gott, wir kennen Baron Corbin. Baron Corbin ist so einer, der schlägt mit einer Metallstange zu. Geht's noch? Der will Dean Ambrose fertig machen. Das ist ja wohl allerletzte WrestleMania, ja. Das ist. Und das zu Beginn der Show, weißt du, die Großveranstaltung beginnt mit so einem Match und hier gibt's aber. Oh mein Gott! Alter, wie gemein. Oh mein Gott. Das hat schon lange nicht mehr. Der Ringrichter ist bei. Oh Gott, was ist der? Alter, der Ringer ist jetzt auch blöd, egal. Bist du blind? Hast du denn gesehen, was der getan hat, der Vogel? Baron Corbin ist am Saften. Und da kommt wieder einmal der Finisher Scheiße. Von Baron Corbin Nein. gegen Dean Ambrose. Oh Gott. One, two. Nein! Und wir haben einen neuen Intercontinental Champion. Baron Corbin besiegt Dean Ambrose. Oh fuck, das war echt. Das war lustig gewesen. Das sieht falsch aus. Das sieht, vor allem hat er die Hände wirklich auf dem Boden gehabt oder in der Luft, weil das sah irgendwie. Ah gut, am Tag sieht alles anders aus als in der Nacht. Oh, schönes Ding, schönes Ding. Ah, Baron Corbin hat es geschafft. Oh, oh, oh. Ja, das Cover. Ah. Müsste ja immer noch rauskommen. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Ja, das war's jetzt. One, two, three. Ja, das war's gewesen. Ja, yeah, der Lungenwolf, Baron Corbin. Trotz hat er Blut in der Fresse. Ja. Achso, nee. Ja. Ich würde jetzt lachen, wenn jetzt wirklich einer reinkommt. Ja, unterbrechen kannst du erst wieder, wenn der Hunger ist von. Ah ne, doch ne, haben es gleich weggemacht. Gibt's kein Unterbrechen mehr, scheiß drauf. Ja. Okay, das war das erste Match. Das war das erste Match. Es geht gleich weiter. Also bis gleich. Und da sind wir schon wieder beim zweiten Match des heutigen Tages. Und es ist Kevin Owens gegen Chris Jericho. Und ich würde sagen, wir starten das Match sofort. Ja, ja, die beiden, die können sich ja nicht mehr riechen. So nee, die können sich nicht mehr riechen, die waren ja mal die Best Friends. Und also sie haben sich einen Kuchen geteilt. Ja, haben oder die Kuchen geteilt. Naja gut, weiß ich jetzt nicht genau. Naja, ich sag mal so, Kevin Owens hat anscheinend keinen Bock mehr gehabt, mit Chris Jericho befreundet zu sein, weil wir wissen ja, die beiden waren ja unzertrennlich. Er half Kevin Owens den Titel immer wieder zu verteidigen. Und ja, bei der Friendship Fire, wie sie es ja genannt hatten, ist halt Kevin Owens ausgerastet, hat Chris Jericho ja niedergemacht, hat ihn attackiert, durch den Fernseher geprügelt. Und nun sind die beiden ja Feinde und Chris Jericho hat aber auch angekündigt, schon länger, dass die beiden bei WrestleMania kämpfen werden. Es geht zwar nicht um den Universe Title, aber es geht eben, wie wir jetzt gerade hier sehen, um den United States Champions-Titel, den ja Chris Jericho gewonnen hatte, ebenfalls dank Kevin Owens. Und mal gucken, wie die beiden sich ja schlagen werden im Ring. Und ich muss zugeben, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Kevin Owens gewinnen wird, weil ich habe etwas gehört, dass Chris Jericho nicht mehr lange in der WWE sein soll. Also könnte es sogar sein, dass er verlieren wird. Aber mal gucken. Mal schauen. Ja. Hier kommt erstmal Kevin Owens. Ich nenne immer noch den Hamsterbacke 2000. Ja, na, Kevin Owens hat aber mittlerweile auch schon viel gerissen. Also er hat John Cena damals gute Matches gegen John Cena gehabt. Er hat sich den Titel von John Cena geholt und er ist eigentlich schon ein sehr guter Kämpfer gewesen. Er war ein sehr guter Kämpfer, okay.
damals, wo er NXT Champion war, United States Match gegen John Cena, haben die dann im Titel gekämpft? So. Er hat trotzdem mal John Cena schon oft besiegt und hat Titel gewonnen. Ja, ja gut, ich krieg gerade von der Seite hier so einen kleinen Klapp, so wie, ey, das ist alles scheiße, was du erzählst. Ja, okay, ich hab mich da ein bisschen, ne? Die Kommentare, wenn die gleiche Meinung sagen. Im Studio gerade so. Da ist er, unser Eriko. Das sieht aus wie aus einer Chipsdose, wenn du das Ding abziehst, wird dann das Bild raus. So sieht das aus, wenn man das so sieht. Ja, hier kommt der United States Champion Chris Jericho, auch eine Legende unter den Superstars. Aber das macht man nicht. Nee. Ich glaube schon, die. Es sei denn, jetzt kommt Samoa Joe rein und ja, haut uns alle um. Fett. Boom. Ja, er kommt langsam in den Ring. Und es ist ja jetzt sogar das erste Mal, dass die beiden aufeinandertreffen. Das erste Mal? Kevin Owens und Chris Jericho haben noch nie ein Match gegeneinander bestritten. Nee. Das erste Mal, dass die. Ja, gut, WrestleMania, da passiert vieles. Dann können wir gespannt sein, ob Chris Jericho es noch schaffen kann mit seinem Codebreaker. Genau. Der wird dann eher umgebreakt. Outgebreakt. Kommt dann Kevin Break und breakt ihn um. Man nennt ihn auch Kommt den Kevin Owen und macht Breakdown. Don't break in my heart. Ja genau, don't break in my heart. Genau. Oh man. Gott, hoffentlich schaffe ich es noch. Ja, hier sehen wir es nochmal, United States Champion. Ah, Kevin Owen nennt er, jetzt sagt er auch immer Kevin Mania, da trägt er jetzt meist ein T-Shirt mit Kevin Mania, ne? Hat er auch meist immer getragen. Das sieht aus. Das sieht doch irgendwie fetter aus. Das Licht, weißt du, das ist so beleuchtet, das sieht doch wie aufgequillt aus. Ja. Die Unterschiede werden wir dann sehen, wenn wir dann später dann Nachtmodus haben. Da wird man das bestimmt schon erkennen, ja, den Unterschied. Oh Gott, ich glaube, der Undertaker. Oh Gott, der sah aus im Licht. Das war. Ja, das. Ja, tot persönlich. Total blass, alles. Ja, wir werden uns überraschen lassen. Voll vernarrt. Ja, mal gucken. Den Titel hoch, United States Championship. Und genau. Jetzt geht es los. Der Ringrichter, gibt den Ring frei. Ich habe noch nicht mal den Gong gehört, aber okay, es geht schon los. Ja, er hat auch hier die Handbewegung. Ja, aber ich habe den gerade gar nicht so wahrgenommen. Okay, was? Was? Okay, Kevin Owen will mich anpacken. Ah, kann er knicken. Ah, gab's schön den. Jawohl, sehr schön. Und das Cover! Nein? Was? Ivy bewegt nicht die Pillen weiter. Was war das denn? Der Ringrichter war blöd. Der Ringrichter war. Ja? Der hat gezuckt. Der Ringrichter war total im Eimer. Jetzt hat Chris Jericho natürlich die Oberhand. Und kann erstmal hier ein bisschen Party machen. Oh, Scheiße. Geht das? Nein. Okay, es geht nicht. Ah, Kevin Owen hat sich hochgepusht. Okay, jetzt wird das Spiel umgedreht. Jawoll! Sehr schön. Hops! Jawoll! Yeah! Na, schade, kann er das? Macht er das nicht? Oh, der springt nicht so gut. Zack! So, damit das klar ist hier. Yeah! I'm the man! Ja. Erstmal natürlich. Die Bälle noch gleich auf. Genau, erstmal. Naja, Kevin Owen hat schon ein bisschen mehr. Aber von der Prozente her ist es ja gleich auf. Ja, das stimmt. Der Ringrichter Mann, Chris Jericho, er soll nicht da hochklettern, aber das ist mir egal. Yeah! Sehr schön. Er bereitet sich vor. Ja. Kevin Owen. Ja. Wird er es kontern können? Nein, wird er nicht. Er hat einfach mal einen fetten Schlagzeug gekriegt. Oh, schöner Konter von Kevin Owen. Na, come on. Okay. Ja, ihr könnt uns ja mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr, sag ich mal, wer gewinnt von den beiden, wer soll gewinnen, besser gesagt.
Und damit ja, ist Kevin auch wieder im Minusbereich. Hat den Titel mehr verdient. Bam, baby, yeah! Ja, wollen wir mal. Hallo? Achso, okay. Yeah! Und da gab es. Und dann versuchen wir es mal. Das Cover von Chris Jericho. Ja, okay. Okay, kann man mal machen. Und was? Ein schöner Konter von Kevin Owens gegen Chris Jericho. Wunderbar. Sehr schön gekontert. Schöner Konter von Chris Jericho. Jawohl. Ein Überwurf. Es gibt einen Déjà-vu. Ja, Satz mit X. Ob es schon dreimal gepassiert wäre in dem Match. Okay, gut. So, jetzt nochmal hier schön springen, jawohl, und ein Cover. Einfach mal probieren. Ein Cover in der, ja, unfassbar. Kommt aber leicht raus, Kevin Owens. Ja, bam, baby. Erstmal wieder pushen. Und zack. Okay, so, hier, komm, machen wir erstmal hier ein bisschen Auszeit. Kevin Owens braucht Auszeit, er muss sich ausruhen. Ja. Jericho versucht von jeder möglichen Ecke runterzuspringen heute. Irgendwie. Ja, der ist heute in Sprunglaune. Hier, der Hut, guck mal. Diesmal ist er in die Richtung geflogen. Diesmal hat er Kevin Owens begraben. Ah ja, dazu noch zugedeckt. Oh, Kevin Owens, willst du schlafen? Komm hoch, mein Junge. Es legt er ihn doch nicht etwa an die Tischkante. Der Schiedsrichter ist schon bei 8. Was? Echt? Nein, ich hab schon 8. 5. Sieben. Na, was willst denn du jetzt hier? Na komm. Komm her, Junge. Komm her. Okay. Okay. Oh. Sehr schön. Da musste selbst der Schiedsi zurückgehen. Mit dem Hut. Und da gibt's die... Oh Gott, was ist das? Oh Gott. Piledriver? Die Neckbomb. Die Neckbomb. Genickbruchbomb. Oh, und das Cover. Oh, das wird sogar schon... Nee, da kommt noch was. Aber okay, beide, das war knapp. Ich hab selber schon Schiss gehabt. Ja, ich will es auch. Du setzt kaum ein. Klatscher. Und da gibt's die Walls of Jericho. Mit der Walls of Jericho versucht er jetzt natürlich einen Aufgabegriff. Ich will schon gucken, mal, wie das hier richtig funktioniert. Ach du Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ging jetzt fast zu schnell. Leute, das war ja hier... Naja, die Sache ist, ich erinnere mich dran, dass ich bis jetzt jedes Match mit Aufgabe gewonnen habe und da habe ich letztes Mal Anschiss gekriegt, wie hier, kannst du nicht mit Cover gewinnen? Leute. Immer nur durch Aufgabe. Dann dachte ich mir so, hey, da wurde auch gleich wieder alles weggedrückt, weißt du? Scheiße. Da kam Kevin gerade noch raus. Okay, okay, da kommt er noch mal raus. Was war das denn? Oh, sehr schön. Augen auskratzen. Ah, Chris Jericho. Einfach mal eine Runde wird er springen. Also, es ist halt so schön. Alter! Oh mein Gott! Oh, das tut doch weh! Knie auf das Ding drauf. Schau mal, Olaf. Vor allem mit dem Gesicht auf dem Ring. Ja, Gesicht. Oh mein Gott, Chris Jericho hat sich verletzt. Er ist gestolpert. Ja, ist auch schief gelaufen. The best Outtake ever. An den Cobbreaker! Da fängt Kevin Owens an zu bluten. Ja. Er hat nur seine Tage. Er muss was. Der Sprung, unbezahlbar der Sprung. Und das Cover. One, two. Nein! Was? Fuck it, das kann nicht wahr sein. Okay, gut, jetzt, was kann ich noch tun? Ich kann nur auf ihn drauf rumhuppen. Oh Gott, Schulterblock. Was soll ich jetzt noch machen? Jawohl. Gewinnen. Oh, das war ein Aufgabegriff. Oh, aber das wird interessant. Gucken. Nein. Wie versucht ihr das noch immer?
Naja, ich hätte es schon durchspringen können, aber ich dachte mir so, bevor ich mal wieder was anhöre, weißt du? Es ist ein Match, ihr müsst alles nutzen, was da ist. Ja, aber es geht ja nicht nur darum, ob es jetzt Match ist, es geht allgemein. Es geht ja darum, dass man auch möglich ist, denjenigen zu besiegen, ohne dass man das eine immer wieder macht. Dass man damit gewinnt. Ich habe das Gefühl, Kevin Owens wird stärker. Jetzt ist er gerade in Führung, oder? Ja, ist ein schöner Konter. Aber er kann kontern. Jawohl, und der Codebreaker! Kam der Codebreaker aus der Luft. Der Codebreaker hier nochmal, wunderbar. Schönes Ding und hier nochmal, zack, bam. Weil wie schnell das auf einmal aussieht. Du musst dir so vorstellen, so übelst schnell und dann zeigst du. Und erzählt er erst. One, two. Nein! Heilige Scheißendreck! Alter, ich krieg ja, Alter, der dritte Codebreaker mittlerweile. Sogar noch diesmal mit Hochheben und Sprung. Und es hat nichts genützt. Kevin Owens will einfach nicht aufgeben. Kevin Owens will einfach nicht aufgeben. Chris Jericho ist am Verzweifeln. Oh, er tritt sogar schon mittlerweile in die Luft, weil er nicht weiß, was er tun soll. Boah, Owens wieder am Zug. Okay. Ah, scheiße. Jericho liegt in der Ecke und Kevin Owens wollte ihn nicht, doch nicht. Was hat Kevin Owens jetzt vor? Er schlägt ihn einfach. Oh, er schlägt auf Chris Jericho ein, verdammt. Chris Jericho, come on, Junge, come on, come on, come on. Chris Jericho, heile durch. Ja. Okay, jetzt wird er wieder in die Ecke gehämmert. Was hat er vor? Er will ihn aus die Reserve locken. Er will Chris Jericho aus der Reserve locken. Weil er genau weiß, dass Chris Jericho jetzt gerade nicht kontern kann. Oh, da gibt's den nicht. Schon wieder Fail. Ja, wieder Fail. Na gut, aber diesmal besser als der eine Fail, wo Chris Jericho ziemlich heftig auf den Ringboden gefallen ist. Ja, was war das denn? Was war das, bitteschön? Das war ein Sprung in die Luft. In die Luft. Also Chris Jericho will laufen, Kevin Owens kommt von hinten, bam. Schön. Er macht okay. Bam. Beide Superstars versuchen. Bam in die Bam. Genau. Bam, 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 bam. Okay, come on, Chris. Chris, come on! Herrlich. Chris Jericho, beweg deinen Arsch. Jawohl! Nein! Alter! Wir sind erst beim zweiten Match. Wir sind erst beim zweiten Match und da gibt es auch die Pop-Up-Powerbomb von Kevin Owens mit einem Cover. Und einem unfairen Pin. Alter. Ja! Lord, oh mein Gott! What the hell is that? Alter! What the fuck? Okay, ey, das Ding war noch nicht mal. Das war noch nicht mal mehrisch farbig. Das war ja grau. Ja. Was war das denn, bitteschön? Ich dachte jetzt, das ist. Alter. Ich dachte jetzt hier unlösbar, du kommst hier nicht mehr raus. Oh mein Gott, schöner Kopf. Nein, doch nicht! Fuck, Alter, ich hasse es. Solche Moves. Alter. Und jetzt verliert er. Yeah! Oh Gott, Alter, hilf mir. Oh, Kick. Super Kick von Kevin Owens. Beide scheinen noch fit zu sein. Beide scheinen noch fit zu sein, wir sind beide im Arsch, Alter. Beide ja, sind tot. Ja, sie kommt ja immer gut. Wieder raus. Ja, ja gut, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings, beide kommen noch raus. Aber dieser unfaire Pin sah lustig aus. Ey, das sah wirklich... Das war ja, wie gesagt, vom Farbton her sah das ja schon aus wie, du kommst da eh nicht mehr raus. Nee, das weiß wie auf die Stroff lag, so seitlich so. Ja, gut, so seitlich liegen. Oh, sehr schön. Oh, erstmal kurz chillen hier. Yeah. Ey, da hat die Schieße geschlagen, habt ihr gesehen? Yeah. Ah, jetzt macht das nicht mehr. Oh Mann. Na komm, Kevin Owen. Free, komm. Ach, Alter! Du Potzau, jetzt spring mal ordentlich aus dem Ring, sonst springst du doch auch immer. Ja, jetzt mach keine Luftschläge. Der macht Luftsprünge, weißt du? Jawohl! Jetzt reicht es mir endgültig! Ich hab da Schnauze voll. Replay, nochmal hier schön, der Codebreaker.
Oh, das könnte jetzt vielleicht das Ende sein. Wenn nicht, dann renne ich an den Ring und gebe freiwillig. One, two. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch. Wir sind noch nicht mal bei den richtigen Hauptmatches und haben jetzt hier schon so ein Match. Wie sollen dann erst die anderen Matches werden? Ey, Alter, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein hier. Das wird wohl kaum heute noch getoppt werden. Da gibt's doch. Das stimmt ja, der kann ja nicht springen aus dem Ring. Mensch, Chris Jericho, du bist scheiße, du kannst nicht springen, Mann. So, hier, der komm. Wird älter, da will ne was über ihn komm, springen. Cover. Schnauze voll. Ja. Hier, guck, Chris Jericho denkt sich auch so. Scheiße, der Typ kommt immer wieder raus. Was kann man machen hier? Komm mal her, was machen wir hier? Du putzt deine Schuhe. Yay! Jetzt hinter die Hand. Ja, und Kevin Owens steht auf. Blut ist leicht deliert. Scheiße. Demoliert. Alter. Nein! Jericho! Jericho, der Arsch! Da gibt es noch einen Schlagabtausch, aber da gibt es die. Nein! Oh, fuck. Alter! Scheiße, komm mal halt durch. Und ja! Kann er blocken! Komm, Jericho! Go Breaker! 6. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel der Go-Breaker es ist! Der fünfte Go-Breaker! Und der nächste Pin. Und das Cover! Oh Gott! 1, 2! Nein! Hey, was ist das? Was ist denn das? Ja, das Match dauert noch ein bisschen länger. Ich will nicht mehr. Bleib doch mal liegen, Mensch. Bleib doch mal liegen. So, hier, bleib liegen. Du musst sie mehr kaputt machen. Alter, das gibt's doch nicht. Bleib hin. Mehr kaputt machen, der ist doch schon. Der rote Bereich muss noch kleiner werden. Ja, ich will schon. Ja, das Ohr. Ich weiß, der muss körperlich schon im Arsch sein. Jetzt nochmal ein bisschen drehen und dann erst. Jetzt hau doch ab. Der hat einen Ring schon. Alter, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Kevin Owen hat Angst und rennt weg auf einmal. Das hat er, ja. Nein, er kommt schon wieder rein und will den Schießen. Aber immerhin, was soll man dazu sagen? Er hält sich. Auf die Fresse, auf. Er hält sich besser als gegen Goldberg. Der gute Kevin Owen. Yeah! Nein! Da läuft einfach so ganz gemütlich. Und er springt einmal von hinten so. Ja. Er ist ein gemütlicher Mensch. Ja, der Kevin Owen, ne? Oh. Sehr schön. Komm jetzt. Nein! Sehr schön. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was geht hier nur ab? Mein Gott, nein. Au. In die Magengrube, Magengrube, aber das ist aber mir egal. Kann Jericho und auch Mark das und ist mir egal. Und zack. Er putzt schon wieder seine Schuhe. Er macht es wieder gute Shane McMahon, da tut er auch immer so rumhuppen. So, jetzt muss ich überlegen. Und das ist erst das zweite Match. Das ist jetzt das zweite Match. Wir haben bis jetzt schon zwei solche Minuten oder so. Heftigen. Ja. Obwohl, ich kann ja gucken, wie viel. Oh Gott, nee, sieht man nicht. Naja, das ist zu klein. Aber es geht länger als. 29 Minuten, glaube ich. 29 Minuten. Oder? Ungefähr. Ich glaube. 29 Minuten geht der Kampf jetzt schon. Unfassbar lang. Krass. Ah, scheiße. Okay. Das erste Match war eigentlich okay, aber das ist ja schon überragend. Das ist schon grauenhaft. Grauenhaft für dich, weil du ihn nicht covern kannst. Das ist wirklich. Du kannst ihn auch und du willst ihn aber auch nicht. Ich will ihn nicht gewinnen lassen. Oh, Ringrichter, fass mich nicht an. Ich bin voller Schweiß. Fass mich nicht an, du hast dreckige Hände. Mein Gott. Hast du so knapp schon mal einen Pin? Also hast du auch einen sehr knappen Pin sogar. Ich hab den schon, ja, ich hatte, aber ja, das war sogar ein unfairer Pin. Einfach mal die Beine an die Seile gehoben. Da war wirklich nichts mehr rot. Ging ja gar nichts. Aber das war schon so grau gewesen. So grau wie ein Kevin Owens sein Kopf mittlerweile. Das so ungefähr. Grau. Nee, aber so rotlich-grau. Rotgrau. Rotgrau. Na hier, okay. So, ja, Rotkraut. Rotkraut. Rotkraut bleibt Rotkraut und Krautkraut bleibt Scheiße. Ah, fuck. Jetzt ist er lila. Wann haben wir die Kinder dort?
Die sind schon öfters dort. Die kommen heimlich mit rein. Oh, jetzt reicht's, Codebreaker! Oh, einen harten Codebreak. Der hat einen lilanen Kopf, das muss es gewesen sein. Der Kopf ist lila. Das war's jetzt. Der kann nicht mehr denken. Der ist tot jetzt, der ist tot. Ich kann gespannt sein. Der ist tot. Lila. Wenn das jetzt Roadbreak gewesen wäre, hätte ich gelacht. One. Nein! Ich krieg das nicht gepackt! Selbst der Sherry Code. Alter! Sie sagen, das war noch locker zwei. Der Zähler sagt, sechsmal ist er aus dem Pin raus schon. Oh Gott. Ich hab Kopfschmerzen, ich muss erstmal hier. Alter Falter, das kann doch nicht wahr sein. Mann! Ich würde mal sagen, da hat jemand Blitz geübt. Da hat jemand ordentlich auf den Knöpfchen drücken. Immer kurz vor drei, immer schön. Hatten so. Wir überhaupt schon mal sechs Pins? Nee, so viele hatten wir noch nicht. Es war noch nicht so. Das war schon. Der ist immer aus dem gleichen, kleinen Teil, immer kurz vor drei, immer wieder rausgekommen. Verrückt. Ja. Ja, das. Das ist die Frage, warum er sich überhaupt nicht mehr wehren kann. Der wird ja noch zusammengeschlagen. Nee, er hat gerade kein Reversal-Dings. Deswegen kriegt Kevin Owen gerade ziemlich aufs Maul. Und Jericho muss immer mehr. Ja, Jericho muss natürlich draufhalten. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Können einfach nur abwarten und Tee trinken. Alter, jetzt bleib einfach. Ich sehe gerade, das Match geht erst 23 Minuten, okay. Es sind doch erst. Oh Gott. Was ist das? Ich tu nicht so tief sinken. Ich tu es nicht. Ich kann es nicht tun, Mann. Du müsstest aber auch ein Schizzi vorher. Ich weiß, aber ich heiße nicht Baron Corbin. Ich tu sowas nicht. Das war ja das Unfall, wenn ich auch hätte gewinnen können. Ja, yeah, komm! Was? Nein! Oh, jetzt kann Kevin Owen nochmal weinen. Nein! Und das ist schon gespannt, wird er auch mal pinnen? Der will sich vorbereiten, die Pop-Up-Powerbomb. Da gibt es die Pop-Up-Bomb. Nein! Und das Cover. Ach, die Scheiße, jetzt bin ich gespannt. Oh. Scheiße! Kevin Owen hat gewonnen! Nachdem er rausgekommen ist und gefühlt eigentlich schlechter gearbeitet hat. Halleluja! Jawohl! Sehr schön. Damit geht es. Es ist vorbei. Guck dir das an! Und wir haben noch kein einziges Match gewonnen. Wir haben noch keins gewonnen. Aber es ist auch das zweite. Genau. Oh mein Gott. Also, schönes Ding. Das hat mich schon ein bisschen an Verzweiflung gebracht. Es gab bis jetzt ein einziges Match, was mich so verzweifeln lassen hatte. Und das ist jetzt mein zweites Match. Oh Gott, und das alles bei WrestleMania. Die größten Events. Ja, letztes Jahr bei WrestleMania, Shane McMahon, Undertaker. Und jetzt dieses Match. Alter, was kommt dann noch auf uns zu? Ja, wir haben einen neuen United States Champion, Kevin Owens. Der Gewinner, komischerweise, blutet immer. Ja. Ja gut, stimmt, der Gewinner blutet immer. Das ist dann der Beweis. Blut und Schweiß. Die bluten, die haben es verdient, den Titel zu gewinnen. Sieht aus als ein Make-up. Der hat geweint. Der weint Blut. Das sieht aus wie eine Blutblase auf dem Kopf dort, das ist grauer. Ja. Ja, wow. Ja, ich würde sagen, bleibt dran. Das war schon ein langes Match, also geht noch weiter. Ja. Bis gleich. Und da sind wir wieder bei WrestleMania 33. Und jetzt ist ein Frauenmatch dran. Ein, wie nennt sich das, Mixery Tag? Nein, kein Mixery Tag, ein Fatal 4-Way Match. Ein Fatal 4-Way. Um den Women's Champions Titel. Tut mir leid. Normalerweise sollte es ein größeres Match sein. Leider haben wir nicht die passenden Superstars dafür. Uns zwei Brüste. Kann man so sagen. Wenn ich sogar. Ja, doch, zwei fehlen. Ja, die gute Mickie James fehlt zum Beispiel noch. Und normalerweise wäre es ein, ich weiß gar nicht, Fünfer-Match müsste es eigentlich sein. Also sind wir doch vier, das ist doch gut. Das Problem ist ja, es geht ja nur bis sechs, leider. Irgendwann gibt es vielleicht mal die Möglichkeit, dass wir auch mal richtige Fünf-Mann-Kämpfe machen können, vielleicht. Wenn sie sechs hinkriegen, können sie auch mal fünf hinkriegen, aber naja. Es ist sehr schwierig einzustellen. Da muss man nämlich eine 5 einsetzen. Das muss man den Entwicklern mal sagen, ihr müsst aus der... Das ist eine ungerade Zahl. Ja, das funktioniert, glaube ich, auch. Tja, bis jetzt hält noch meine Stimme, aber ich habe auch noch nicht so viel geredet, finde ich. Der Titel wurde eingestellt.
Mist. Oder? Ach, wir haben doch eingestellt. Ja, doch, stimmt, weil die gerade keine Ansage da war. Ah ja, die Camilla. Leider nicht mit ihrem Loverboy am Start. Mit dem guten Ellsworth. Ajo, in dem Mikro ist das alte WWE-Logo. Ja, die hatten. Aber das ist doch nicht schlimm, die hatten halt kein neues mehr dabei. Die haben ja, die ist so billig, deswegen haben sie da einfach mal das gegeben. Ja, hat sie irgendwelche, nimm den Scheiß. Was sag mal? Das ist James Earthwood, da hat er das Falsche gegeben. Hier, mein Schatz. Sing? Naja, eigentlich quatscht die. Nee, die quatscht eigentlich gar nicht so viel, ne? Die hüpft kurz rum. Und ja. Der Einzug sieht schon aus. Ja gut, wie gesagt, bei den Frauen ist das immer so eine Sache mit dem Einzug. Und das ist die wirklich so hart durchtrainiert? Nee, oder? Die ist trainiert, doch, die ist schon trainiert. Ja, jetzt kommt Natalia. Süße. Was ist das denn? Das ist die Natalia. Bin ich das? Ja. Von der Hard Dynasty, die von an, Brad Hitman, ja, Hart und Co. ist die. Wurde die trainiert im Hard Dun. Die läuft wie ein Bauer. Ja, die läuft immer so. Ja, weil die aus dem Dorf kommt. Ja, gut. Nichts gegen Dorf, Leute. Die hat im Dorf trainiert. Dorf im Dungeon, im Hard Dungeon. Dorf, die läuft wie ein Bauer, hab ich gesagt. Sorry. Jack Bauer. Jawohl. Wer denn erzählt, ja. Oh. Mal gucken, wie die ist, die gut? Mal gucken. Die ist gut. Bin ich mal gespannt. Ist eine Diva. Du machst das alle kaputt. Muss darauf achten, dass die was gegessen hat. Weil wenn die hungrig ist. Auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt Becky Lynch. Yeah. Da ein Pint hier durchkriegt bei den Gewusel. Da kommt sie. Juhu. Ja, wie das Match eigentlich zustande kam, muss man jetzt mal noch schnell mit reinwerfen. Alexa Bliss ist ja wieder Women's Championess und Naomi musste ja den Titel abgeben. Und dann war es so gewesen, dass keiner wusste, wer nun gegen Alexa Bliss kämpfen soll. Und Daniel Bryan, der Manager von SmackDown, hat halt gesagt, okay, das komplette SmackDown-Roster wird um den Titel kämpfen. Wie gesagt, wir haben leider nicht Mickey James dabei. Also jetzt im Spiel hier. Und ob die gute Naomi, die ist ja, ob die noch verletzt ist oder ob die wieder auftauchen wird, das können wir jetzt leider auch noch nicht sagen. Deswegen gibt es jetzt erstmal die Herausforderer. Und mal gucken, jetzt müsste ja, glaube ich, die Championess kommen. Oh, ihre Titte. Die hat einen Riss. Das ist. Jetzt merke ich die Arme, weil die Arme bewegt. Ich hab gerade gesagt, du musst dir vorstellen, wenn das ein japanisches Spiel wäre, dann kannst du dir, dann brauchst du dich nicht wundern, was dort wackelt oder so, ne? Wenn das ein japanisches wäre. Ja, wir wissen doch, wie die Japaner. Hast du mal gesehen, was der Bram spielt? Ja, Space Simulator, ja, das habe ich vorher. Das will ich immer spielen. Das kenne ich. Das habe ich mir aber schon mal bei der Pandoria angeguckt. Die hat das Ding am Anfang die ganze Zeit. Hat die das so geschnitten gehabt? Ja, das zensiert. Nein, die zeigt alles theoretisch, aber die hat es zensiert, weil du darfst ja nicht zeigen. Ich habe mal bei Google die Bilder angeguckt davon. Ich will davon. Mal wissen, wo man das Spiel herkriegt. Steam oder kostenlos, was? Ich habe es schon auf dem Rechner gehabt. Das kriegst du einfach nur, gibst du einfach nur kostenlos ein hier, Date Ariana, und dann hast du das. Ach, die Scheiße, kannst du nur noch kostenlos. Ja, das ist alles kostenlos. Wie die anderen Teile davon sind, will ich jetzt nicht. Ich habe das selber schon mal probiert. Ja, die sieht auch, also wenn es nicht zensiert ist, okay, siehst du halt nackt halt und denkst du, wir reden jetzt falsch. Ja, wir sind ja gerade bei einem Dieven-Match, weißt du, deswegen reden wir ja über Dieven. Ne? Ja, ich müsste auch so lachen, weil es da hier wird die Date-Kiste. Ja, ich finde, wenn er sich schon hübsch macht, so, heute versuche ich es nochmal und so. Ja, genau. Heute versuche ich es bei ihr nochmal zu landen. Ah, oh, schön. Dann hat sie dreimal oder zweimal hatten die gleich. Bis zum nächsten Mal. Ey, guck mal, diesmal ist kein weißer Fleck. Nee, diesmal ist alles da, wie es sein soll. Und da wird der nächste Titel hochgehalten. Genau. Heute nur Titel. Mittlerweile, ja, nee, wir hatten, doch, klar, ja doch, klar, das dritte jetzt, dritte Titelmatch. Oh Gott, ich muss jetzt überlegen, wer bin ich eigentlich? Der Schiedsi hat mich gerade weggeschubst. Okay, ich bin die Championess, ich muss meinen Titel verteidigen, okay, ich bin die Bitch. In der Haus. Ich bin der Harley Quinn. Jeha! Ah, scheiße. Yeah, und der Hut fliegt wieder. Mann, die Hutanima.
Die Hood-Animation ist immer mit eines der besten Momente im Spiel. Was? Coverversuch von Carmella gegen Alexa Bliss. Jetzt schon. Also was ist denn hier jetzt bitteschön los? Weißt du? Also bitte, Carmella. Ich weiß nur, dass du das Ding schnell zu Ende bringen willst. Oh. Jawohl. Jawohl, und Backflip. Was? Was? Was denn das? Oh Mann, das ist ja voll gemein. Ich dachte jetzt hier so schön durchgebracht, das Ding. Zack. Ah, oh, okay, hab ich nicht gedrückt. Ich hab grad zu tun hier. Ja, du wirst grad von Becky Lynch verprügelt. Ich weiß. Sehr schön. Jawohl. Was? Ach ja, klar, stimmt. Ja, vor allem Dieben und Gegenstände, ne? Dieben und Gegenstände. Das ist ja... Wenn ich sowas in echt sehen würde, also gut, Respekt. Dass die sich mit Gegenständen prügeln. Ja, erstmal schön drauf rumhupen auf Carmella. Wird sich noch abgesprochen? Aha. Oh, ich kann gar nichts machen. Ich nehme Alexa Bliss, du nimmst Natalia. Oh, ich langweile mich. Die ganze Zeit hier nur rumschleudert. Kann die sich mal abwehren? Du kannst kontern, du kannst noch einmal. Ich könnte zum Beispiel gar nichts machen, aber ich kann zurzeit gerade gut zuschlagen. Da passt das erstmal. Jetzt kann ich gerade gar nichts machen. Jetzt kriege ich auf die Fresse und ab in den Ring. Naja. Okay, oh. Das ist voll nervig. Ah, verdammt. So langsam gewesen. Na, Carmella will die Championess unbedingt besiegen. Aber jetzt kommt auch die gute Alexa Becky Lynch wieder und Natalia sind jetzt auch wieder im Ring. Oh, und ach ja, klar, stimmt ja, da war ja. Ne. Oh, scheiße. Ja, Alter, geil. Jetzt, nein, du blöde Kuh, jetzt nimm doch mal die. Ja, genau, geht doch. Mal, wie du hilfst. Ich bin Alexa Bliss. Und wir haben die Beten ausgenockt, wir haben die Beten aus dem Ring rausrollen lassen. Juhu! Jetzt können wir uns in Ruhe gemütlich gegenseitig prügeln. Darauf habe ich gewartet. Ja, oh nee, jetzt kommen die gleich wieder, jetzt sind die gleich wieder fit. Oder die warten, die warten. Okay, jetzt heißt es wieder wechseln. Genau, jetzt heißt es wieder so lange auf die rumprügeln, bis einer rausrollt. Oh nein, scheiße. Jetzt bist du auf dich allein gestellt, ich muss raus. Was macht denn ihr? Ja, genau, sehr schön. Ich sitze einfach mal. Becky Lynch gegen Carmella, Natalia ruht sich aus. Ich muss mal schlafen. Ich schlafe hier in der Ecke. Ah, sehr gut. Ja, Natalia, und jetzt, und? Jawohl. Lol. Oh, mitten ins Gesicht. Und die hat sich selber ausgenockt. Natalia hat sich selber ausgenockt. Ah, schön. Jetzt sind wir ausgenockt, lol. So ein Abtausch hier. Ja, klar. Ich bin schon wieder am Start. Ach, Alter, warum? Kann man das irgendwie beschleunigen? Ich hab's vergessen. Mit X, wenn das in der... Wie hast denn du das jetzt so hochgekriegt? Genau, ne? Ich weiß das selber, ne? Muss ich zugeben. Ich muss da mal warten, bis das voll wird. Ja, was ist denn jetzt? Ach, ja klar, jetzt wird wieder... Weißt du? Jetzt ist es, muss wieder gleich sein. Ich weiß immer nicht, wer ist gerade auf so eine. Das war Carmella. Oh Gott, weißt du Carmella? Carmella ist, bin ich, ich. So, sehr schön! Sehr schön, Niki, Natalia, sehr schön! Was war denn das jetzt? Warum? Du legst den Controller zur Seite, so wie, ja, mich rettet doch einer oder was? Was war das denn jetzt? Das sah jetzt aus. Ach, ich bin schon wieder K.O.? Scheiße! Wie kriegst du denn das schneller? Das geht gar nicht schneller. Ich muss warten. Jetzt kannst du auch schneller. Ja, aber da bist du nicht. Da bist du dann im Minusbereich, wenn du dich so oft pushst. Ja, gut, natürlich. So geht's natürlich auch schnell. Ist klar. Weißt du? Einfach hier Dieven aufs Maul hauen und jetzt geht's schneller. Komm, Alexa Bliss. Nein! Ja, genau. Die wollte ich haben. Tschüssi! So. Oh, Alter. Jetzt bereue ich. Oh, die Natalia rollt raus. Oh, die Natalia rollt raus.
Na, bist du blöd? Du sollst... Ja, genau so. Und jetzt Arschbacken-Klatsch. Oder auch... Na, was ist das denn? Alexa, mein Gott. Ja, mitten ins Gesicht. Und jetzt... Jawohl! Double! Sehr schön. Aber auf das... Ja, genau, erstmal rausrollen. Wo bist du überhaupt? Ich liege gerade. Ich muss mich erstmal wieder hochpushen. Ja, ich bin wieder da. Wie hab ich das jetzt gemacht? Cool. Ich bin wieder da. Autsch. Und ich liege wieder. Was? Comeback auch noch? Alter. Bitte. Au! Jetzt wird er. Ich wüsste, will ich angreifen. du musst jeden angreifen. Hier gibt's kein Wenn oder Aber. Wenn ich aber ihn aussuchen will. Becky Lunch und Camilla müssen wir ausschalten. Die beiden müssen wir ausschalten. Das sind die raus müssen. So haben wir dann unser gemeinsames Match hier auf gut Deutsch. So. Komm. Oh nein. Scheiße. Ja, sehr schön. Oh, ja, genau. Ja, und Natalia rollt raus. Ach, nein, jetzt ist die Camilla wieder am... Jetzt muss die erstmal durchsuchen. Wo ist denn die Bliss? Du wolltest wohl echt bis... Du kannst doch jetzt schon drücken, oder ne? Ach, das geht nur immer? Du kannst, nein, wenn du im orangenen Bereich bist, kannst du X drücken. Das geht schneller. Das Problem ist aber, du kommst zurück in den Ring, bist aber dann körperlich minus. Wenn du weiß bist, bist du komplett aufgefrischt. Ich will auch komplett aufgefrischt sein. Ja, dann musst du bis zum Weißen warten. Ich warte bis zum Weißen. Ja, dann. Sonst kommst du in eine. Ja, siehst du, jetzt roll ich nämlich über da raus. Bin ich über da rausgefallen. Dein Navi ist ganz einfach. Rollst du hier raus, wie so Rollbraten. Ich roll die ganze Zeit raus, zum Schluss gewinne ich das Ding. Jetzt roll ich wieder raus, pass auf. Nee, jetzt, ah, scheiße! Nein! Okay, sehr schön. Oh ja, geil. Ey, du hast auf meine Muschi gehauen. Nee, die wollte bloß den Pin unterbrechen, die genau, gute Becky. Ich war lange fertig. Ah, jetzt hab ich's gemacht und bin im Minusbereich, weil ich jetzt eher gedrückt hab. Das ist halt scheiße dann in dem Moment. Eieiei, jetzt gibt's einen Durcheinander. Unterbrechen. Ringrich, wieso habe ich jetzt einen Ringrich? Ich will doch keinen Ringrich da haben. Hallo? Hey? Hä? Boah! Alter, ich hab jetzt schon die... Oh, scheiße, jetzt hab ich schon noch falsch geschrieben. Hast du noch getreten? Ja, tut mir leid. Ich liege am Boden und dann tut mir leid, Das ist die Rache von vorhin. So, ruh dich aus. Ich muss ja erstmal. Was? Nein! Da wäre ich fast abgelenkt gewesen, ja. Das kann aber. Jetzt hab ich schon mal die falsche in der Pfote. Steh auf. Scheiße. Komm schon, Natalia. Und ich roll wieder raus und das Rope Rail. Oh, guck mal, Natalia, wir liegen beide draußen. Du bist fitter als ich, na toll. Guck mal, da liegt was. Frischfleisch. Du könntest mir. Was? Ja, du kannst doch so zuschlagen, ne? Du brauchst nicht einen Ringrich da umhauen. Ja, das ist doch vorhin, du hast doch vorhin schon die Schläge abgekriegt. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, wie du hieß. Camilla. Die heißt Camilla. Ne, nicht Ringrich. Ja, genau die. Genau, und jetzt. Nein, das. Du sollst den Ringrich dann in die Beine brechen. Alter, da bricht er den in die Beine. Oh, Ringrich, das tut mir leid. Komm her, du Schlampe. Das ist auch geil. was macht denn die? Okay, das wär's jetzt gewesen. Lol! Was war das denn? Das war der Chris Jericho Move. Ohne dass er jemand angepasst hat. Ja, das passiert öfters mal. Das ist ein altbekannter Modus, das ist neu im Spiel. Na wohl, das gibt's eigentlich schon in jedem Modus. Solche Momente dürfen im Spiel nicht fehlen, deswegen gibt's die. Ich leg mich neben dir. Alter! Oh, das tut so gut, das handelt zu mir. Ich bräune mich gerade. Schwimmwetter, das gibt's nicht, Schwimmwetter hier. Schwimmwetter, die Beten. SUV, na. Nein, weißt du. Alter. Okay. Becky Lunch ist angeschlagen. Oh, jetzt. Oh Gott. Na. Juppa, aua. Aua, meine raus. Knochen. Ah, du rollst raus. Oh, nein. Na, jetzt rollt die. Jetzt rollt die Ursa raus. Halt.
Jetzt lass mich die doch mal anpacken hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Scheiße. Nein! Hilfe! Denn Natalia feuert. Ja gut, ist richtig. Natalia machst du richtig, da wirst du wenigstens den Minusbereich. Es ist gut. Oh nein, was macht denn Natalia? Was tust du denn? Jetzt kommt die auch noch mit dem Stuhl rein. Okay, okay, das Match, das ist jetzt ein ziemliches Du-Wapu-Match hier. Das wird jetzt hier. Ich weiß nicht, was das noch werden soll. Yeah! Es ist Natalia mit Stuhl, ich mit Knüppel. Ich hab der Schnauze voll. Soll die raus? Komm her, Camilla. Camilla. Oh nein, jetzt roll ich die raus. Ich wollte gerade einen Pin machen. Das darf doch nicht wahr sein. Katzen, oder? Das ich wollte gerade einen Pin machen. War das ausstehen eigentlich? Und, nee, das stimmt mir nicht. Das ist eigentlich scheiße. Das ist halt, das ist aber ja, stimmt, das ist auch jetzt erst neu. Das ist halt im Spiel, aber es ist halt ja sehr auffällig, ziemlich oft passiert das. Ja, aber ist ja wie in echt. In echt fallen die ja auch noch bei raus. Ich habe untergedrückt. Moment, was war das jetzt? Du kannst, okay, jetzt kann ich wieder zuschlagen. Hä? Was war das denn jetzt? Wer ist denn hier? Ja. X hat wieder rumgedrückt. Und ich krieg auf die Fresse. Weißt du, das ist so ein Zeichen, wenn er jetzt gewinnt, dann wissen wir warum. Yeah, come on, baby, come on, und! One! Two! Nein! Hast du hier, hier Dings gemacht. Ausbrechen. Oh, jetzt bin ich draußen. Okay, jetzt muss ich mich ausruhen. Ich ruhe mich aus, erstmal den Stuhl wegschießen. Oh, hallo Becky. Oh, wo liegst denn du schon wieder, Becky? Kann doch nicht wahr sein, liegst du ja erstmal zwischen den Bäden mit dem Köppel versteckt. Nein! Oh mein Gott. Das kannst du doch nicht machen, Mädel. Du musst dich bestrafen. So, ja, Strafe muss sein. Nein! Was? Willst du mich verarschen? Nein! Nein, das ist ein Aufgabegriff! Das ist ein scheiß Aufgabegriff! Fick dich! Alter, so viel zum Thema, wie geht denn der Move? War das Finisher? Okay. Jetzt sag ich doch, wie geht denn das? Alter. Achso, okay, sorry. Ich muss. Okay, oh Gott. Ich bleib erstmal eine Weile Hallo, kann mir jemand aufhelfen? Ich bin ja umgefallen. Ah, hallo Becky, hilfst du mir? Hilfst du mir hochzukommen? Danke, Becky. Danke. Haha, reingelegt. Was mach ich denn mit der? Oh, das ist doch scheiße. Nein, oh, mein Arm. Ich roll wieder raus. Ey, Camilla. Und ich roll auch wieder raus. Siehst du, wie die hieß? Der Alexa Bliss. Jetzt die Becky Lunch, die du gerade umgehauen hast. Ach, das ist der Lunch. Das ist der Lunch, die dort liegt. Ach, komm her, Lungy. Ist wie von Dragon Ball, der Lunch. die verwandelt sich nicht, wenn sie niest. Oh nein! Scheiße, es wird ein Cover. Fuck. Oh, Glück gehabt. Weißt du, da drück ich sogar ausnahmsweise mal schnell, damit ich wieder hochkomme. Mit den hochbekommst. Nee, oh, jetzt rollen die gleichzeitig raus. Was ist das bitteschön für eine Scheiße hier? Ich weiß gar nicht, wie da ihr Move geht. Scheiße. Ah, ich weiß gar nicht, wie der Finisher von der geht. Scheiße, ich muss mal mit der spielen. Toll, super. Geht das vielleicht so? Ah, oh, jetzt. Was ich hier mache eigentlich gar nicht. Wo bin ich? Ach da, ich hab vergessen. Yeah! Warum? Oh, ich muss mal aussuchen. Einfach mal so schubsen. One, scheiße. Two, scheiße. Oh, Becky Lunch ist wieder fit. Nein! Fuck. So, sehr schön. Abgelenkt. Nein, Hilfe, Natalia will mich schlagen. Was macht er? Ja klar, zum Schluss stehen wir alle mit einem Gegenstand im Ring und prügeln auf uns ein. Ja!
So muss das sein. Und raus mit dir, Camilla. So ist das schön. Weißt du, die kriegt einen Tritt und muss raus. Und? So. Du kannst auch gleich... Scheiße. Ah, ich bin benebelt. Ich bin... Nein. Ja, ja. Alter, hallo. Nicht mehr rennen. Nein. Yeah, jetzt sind wir wieder zu alleine. Allein, 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 allein. Du hast mich hochkommen. Lass mich. Scheiße. Verdammt. Okay, natürlich. Ey, komm. So. Yeah. Das gibt's doch gar nicht hier. Hilfe. Ja, super. Du könntest jetzt hier so einen übelsten Mega... Finde ich schon mal so, oh mein Gott, Moment. Hey, was ist das denn? Da hat doch gerade was angezeigt, Alter. Ah, ne, das war Becky Lunch. Oh, sorry, ich hab dich rausgeschmissen. Du bist nicht rausgerollt, das war ich. Trotzdem lege ich eine halbe Stunde jetzt rum. Ja, gut, das kann passieren. Hey, was war denn das für ein billiger Scheiß? Ich will zuschlagen und du rennst einfach mal hier raus. Geht ja nicht. Hey, ja, warte mal, Lunch, ich helf dir mal, weißt du? Was war das denn? Was? Oh, der hat mich geschlagen, Alter, scheiße. Ey, was war das denn? Wie ist der jetzt umgekippt? Wie ist der jetzt umgefallen? Ah, okay, so geht der. Signature Move zumindest. Ja! Boah, nein! Nein! Oh, herrlich, herrlich. Jetzt weit auf den Opfer. Ah, oh, schön. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich das Finisher. Nein! Nein, du blöde Kuh! Jetzt, wie ist hier doch mal. Mann, Alter, jetzt. Ah, nein, ah, nein, Hilfe! Scheiße! Abgang gleich. Alter, jetzt kriegst du halt die Fresse und ich geh raus. Ich mach mal kurz Pause. Oh, Becky Lunch muss auch raus. Oh, guck mal, jetzt lächelt diese Schwutter zu mir. Das ist so eine Scheiße. Ich bin der Chef. Au, du bist der Chef. Mitten im... Oh, pass auf, Skauer, komm raus. Und? Na? Alter, wie schnell ist denn das? Nein! Nein, das kann nicht aus sein, die Kamera. Weil das wieder so ein Special-Finish Cover ist. Das hat mich Uli jetzt mal erwischt bei den meisten, bei den letzten Folgen. Hat's mich auch mal erwischt durch so einen scheiß Move. Nein. Oh Mann, was war das bitte schön für eine Null? Pech. Mich steht's nicht wundern, wenn die wirklich gewinnt. Weil man muss ja so sagen, die hat ja einen Elswurf an ihrer Seite. Hier, das Cover. Und naja, das war auf jeden Fall das Triple Flip Match der Frauen. Das war das Fatal 4-Way Match der Frauen. Wir waren zu viert. Ja. Aber wir haben ja noch ein Diven Match, was dann aber ein Triple Threat Match sein wird. Haben wir noch auf Lager. Ja, Team Raw muss noch kämpfen. Das war jetzt SmackDown. Das ist ein Ophio oder was? Nein, das sind drei, weil die vierte, so. Die haben wir unterwegs verloren. Die hat nicht durch die Tür gepasst. Wahrscheinlich Nikki Bella, oder? Ne. Die ist doch bei SmackDown. Achso. Die vierte Person von Raw, die hat nicht durch die Tür gepasst, deswegen. So dick. Ja. Ja. Ja, es war schön. Dann würde ich sagen, geht gleich weiter. Bleibt dran.